zum heutigen Anlass gönne ich mir 3 Scoops vom Crank. Habe ich noch nie gemacht. Warte, wie viele Scoops? 3. Also bitte nicht nachmachen. Ich habe nur 40 ihn jetzt schon getrunken, aber ich merke schon, das steigt mir gerade richtig in die Birne. Okay, warum brauchst du 3 Scoops? Ja, weil ich jetzt schwere Beinpresse baller. Ich habe es ja neulich schon probiert, habe dann bei 800 Kilo aufgehört, die Sleeves mitgenommen und ich glaube, jetzt geht's. Ich fühle mich gut. Ich habe schlecht geschlafen, also die besten Voraussetzungen. Ich habe ja vor, glaube ich, 10, 11 Tagen schon mal 800 Kilo auf der Beinpresse gedrückt und die waren eigentlich relativ solide. Aber an dem Tag habe ich mich nicht nach mehr gefühlt, habe ich gesagt, passt, reicht, kein Bock mehr, genug. Ich hatte Angst. Also wirklich Angst. Wie sieht es heute mit der Angst aus? Na, du bist ja da. Im schlimmsten Fall kannst du es einfach dann halten. Okay. Weil die Leute, die wissen ja gar nicht, dass du so ein 2 Meter Hühne bist mit 180 Kilo Muskelmasse. Ja, warte, ich muss mal kurz die Kamera anpassen. Jetzt besser. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob ich den Shake komplett austrinke. Ballert der so hart? Der, Alter, der ballert schon und ich habe noch nicht mal die Hälfte. Ja, jetzt ist halt die erste Aufgabe, die Scheiben suchen. 1000 Kilo. Ich habe das neulich schon fein säuberlich ausgerechnet. Also pro Aufsatz kriegt man 200 Kilo rauf. Ja, aber wir sind doch bei 800, das sind noch 4 Aufsätze. Ja, ich weiß, wir müssen dann zum Schluss noch irgendwie hier was stapeln. Aber ich mache erstmal hier ein paar Ausfallschritte, weil die Knie müssen wirklich warm werden. So, wie geht man denn 1000 Kilo an? Ja, sehr systematisch. Also ich mache das jetzt immer so, etappenweise immer einen Aufsatz voll. Aber ab 500 Kilo steigere ich mich dann nur noch um 100 Kilo. 500, 600, 700, 800. Und dann wird's interessant. Habe ich da gerade anstrengend gehört? Ja, ich will wirklich den Kreislauf jetzt warm kriegen. Deswegen mache ich jetzt ganz viele Wiederholungen mit ganz wenig Gewicht. Das ist wichtig. Ja, ich mache mir jetzt die Knee Sleeves jetzt mal ran, weil Knie müssen echt warm bleiben. Das ging leichter, als ich es in Erinnerung hatte. Das heißt, ich habe dünnere Beine bekommen oder so. Ja, das ist halt kein leichtes Schicksal für die 1000 Kilo Beinpress-Leute. Ich glaube, 1000 Kilo ist schon viel, aber ich glaube, das ist nicht, dass man sagt, ja, besser geht's nicht. Naja, wir müssen ja auch die Form dabei beachten. Wenn du dann so Partials 5 cm Wiederholung machst. Ja, lass mich doch erstmal die 1000 Kilo überhaupt bewegen, Alter. Weißt du, was das jetzt gerade heißt? Hälfte von dem, was wir heute eigentlich, also was ich heute vorhabe. Dann lass es mal bitte leicht aussehen. Ja, natürlich, Alter. Sehr, sehr leicht. Ich fühle mich sehr sicher, aber ich hoffe, das täuscht nicht. 700. Crazy like she Britney, but no, she don't shade a nugget. No, no. Russell Wilson, where I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no time to leave that gun around. Von außen sieht es immer noch soft aus. Ja, ab 700 Kilo wird es so langsam ernst. Ja. Warum musst du da lachen? Ja, weil sich das immer so komisch anhört, wenn ich das sage, oder? Also es sieht viel aus. Probier doch mal. Ja, wobei, für mich ist das ja kein Problem. Oh, ich zum Aufhören. Ich weiß. Ja, ist okay. Waren okay, also ich hatte schon Respekt davor. Aber er ging noch irgendwie. Ja, guck doch mal. Perfekt. Hier. Gruselig. Das ist gruselig. Echt, Alter. Komm.
Gut. Ich fand die gut. Was sagst du? War gut. War gut, kriegt er noch besser hin. Was meinst du mit noch besser? Ein, zwei Raps, den da bestimmt noch. Aber es sah schwer aus. Es war auch schwer. Du könntest dich wahrscheinlich mit 500er komplett abschließen. Ja, also ich bin auch jemand, das passt natürlich jetzt nicht in das Video, aber ich bin auch jemand, der nie über 350 bis 400 Kilo geht in der Beinpresse. Ja. Weil es kommt da echt auf den, also der Druck ist entscheidend, wie Philipp jetzt sagen würde. Der Druck ist entscheidend. Ja, gerade so ein Netty Game macht man ja auch so, dass man sich hinsetzt, der irgendwie 18 Reps macht, dann noch Pause zwischen rein. In was für ein Game? In dem Netty Trainingsgame. Also was ist das denn? Ja, Leon, also 900 ging. Soft. Ja. Aber ich sag mal, selbst wenn wir jetzt nochmal Scheiben raufpacken, das reicht noch nicht für die Klicks. Irgendwie, wir machen die 100k nicht voll, sag ich dir. Das ist so unspektakulär. Ja. High five. Ja, war schwer. Waren da jetzt wirklich auch noch 4 Scheiben drin? Ja, überprüf das mal nochmal hier. Nicht, dass da irgendwie. Wie war das, Fabian? Ja, hat er gut gemacht. Also, ich würde mal sagen, geht besser. Besser geht immer, aber schlechter geht auch immer. Danke dir übrigens nochmal. Ne? Das reicht auch. Im Endeffekt war es schwer. Es war zu schwer, sodass die Ausführung schon krass drunter gelitten hat. Auch nicht zu empfehlen, so nachzumachen, aber hat halt einfach mal Bock drauf auf so eine schöne Zahl. Verletzungsrisiko ist einfach zu hoch und das ist wie bei Jackass. Man soll es nicht nachmachen, man guckt sich's aber trotzdem gern an. Okay, aber im Real Talk, wäre mehr gegangen? Mit noch schlechterer Ausführung, ja. Nee, es war einfach hart am Limit schon. Kriegst du dadurch jetzt auch einen guten Pump? Also bringt es auch irgendwas? Nee, für den Pump sorgen wir jetzt. Das sind so, weißt du, das sind so für mich Erinnerungen, die gucke ich mir in 20 Jahren an. Ich, guck mal, der Typ hatte knappe 1000 Kilo Beinpresse gemacht. Schön. Schön. Machen wir mal 30 Wiederholungen, oder? Also der Pump geht noch besser, sag ich dir ganz süß. Ja, ich weiß es auch. Leon, der Pump ist noch nicht da. Müssen wir was machen? Nee, kommt irgendwie nicht so richtig. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Ja, wie jetzt? Ach Mann, das ist aber auch ganz schön schwer immer alles. Ne? Eine Übung Beinbeuger, eine Übung Waden und dann ist Feierabend. Was sagt der Pump? Der Pump lässt heute ein bisschen zu wünschen übrig, was soll ich dir sagen? Könnte besser sein. Warum haben wir denn 1000 Kilo Beinpresse gemacht? Ja, mein Ego. Oder mein? Vielleicht die Kombi. An dem Beinbeuger. Das ist meine Lieblingsübung. Jeder, der diese Übung im Studio hat, macht sie nach. Du machst immer nur 10 Wiederholungen. Reicht doch. Hat Urs nicht gesagt, 5 bis 8? Er hat die gewartet. Kriegen wir noch mal irgendwie ein hübsches Nachherbild oder nicht? Ich glaube nicht, nee. Nee? Du hast heute leider kein Bild für uns. Leider habe ich heute kein Bild. Übrigens, muss ich mal was sagen, ne? Ich habe neulich eine Nachricht von jemandem bekommen, als ich die 800, habe ich das vorhin schon gesagt, als ich die 800 Kilo bewegt hatte, da hat er mir so seinen Rechenweg aufgeschrieben. Der Ronnie Coleman hatte damals eine 35 Grad Beinpresse benutzt und hier bei der 45 Grad Presse sind 800 Kilo, na scheißegal, ich schneid's raus, das ist kacke. Du schneidest das eh nicht raus.